Willkommen zum dritten und letzten Teil unseres Bildes. Wie ihr seht, habe ich nun mit dem Küken begonnen. Es wird erstmal untermalt. Und zwar aus einer Mischung von Cadmiumgelb, Titanweiß und Goldocker. Der Ocker ist wichtig, um die Farbkraft von Gelb ein wenig zu brechen und das Gelb meines Kükens natürlicher erscheinen zu lassen. Und weil ich es prima finde, wenn ein Bild mich anschaut, erhält mein Küken nun auch schon sein Auge. Ich verwende dafür German Earth, also die gleiche Farbe, mit der ich schon den Hintergrund angelegt habe. Von der Farbe des Federkleids, also meiner Mischung aus Titanweiß, Cadmiumgelb und Goldocker, mache ich verschiedene Modulationen, also Farbvarianten. Ein paar hellere, indem ich einfach etwas mehr Weiß hinzugebe, aber auch dunklere Variationen für die Schattenbereiche. Wie dunkelt man ein helles Gelb ab? Bitte nicht mit Schwarz. Mische einen Hauch Cadmiumrot an die Farbe und etwas mehr gebrannte Umbra. Davon kannst du nun so viele dunkle Farbmischungen in verschiedenen Abstufungen herstellen, wie du willst. Wie du siehst, versuche ich von Anfang an auch die Details zu malen. Sie sind noch nicht perfekt, aber sie sind bereits vorhanden. Das gibt dem Bild, in meinen Augen, einen perfekteren Look. Es ist auch in Ordnung, wenn du die Details später malst. Und hier siehst du nun eine sehr dunkle Mischung meiner Schattenfarbe. Aber auch diese besteht aus allen Komponenten, die ich bereits vorher genannt habe. Nur das Mischungsverhältnis ist ein anderes. Die Basis für diese Farbe ist gebrannte Umbra mit ein wenig Cadmiumrot, ein wenig Cadmiumgelb, Goldocker und ein Hauch Titanweiß. Auf diese Weise stelle ich sicher, dass alle Farben auf meinem Küken zur gleichen Farbfamilie gehören. Dadurch wirken die Farben natürlich. Würdest du die Schattenbereiche mit einer Farbe malen, die nicht in dieser Farbfamilie vorkommt, zum Beispiel mit Umbra Natur, so wie es aus der Tube kommt, dann sähe dein Küken aus wie aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Unnatürlich eben. Das ist eine wichtige Lektion, die du auch auf allen anderen Bildern, die du malst, beherzigen solltest. Erstelle immer eine Farbfamilie, also eine Mischung von Farben, die auf deinem Bild vorkommen. Erstelle einen mittleren Farbton, den du dann beliebig aufhellen kannst. Und diesen mittleren Ton kannst du durch mehr Zugabe von den dunkleren Farben auf deiner Palette auch beliebig abdunkeln. Mein Küken muss nun erst einmal über Nacht trocknen. Darum arbeite ich ein bisschen an meinem Tisch weiter. Der ist noch nicht ganz fertig. Die Schatten, den die Eier werfen, sind noch ein wenig blass. Die werden jetzt verstärkt. Bei der Gelegenheit versuche ich auch nochmals, die Konturen meiner Eier ein wenig aufzuhübschen. Und damit ich einen fließenden Übergang von der dunklen Farbe der Schatten in die hellen Bereiche des Tisches hinbekomme, verwende ich zum Verblenden der Farben einen trockenen kleinen Katzenzungenpinsel.
Auch die Struktur des Tisches lässt noch zu wünschen übrig. Es ist gar nicht schwer. Erinnere dich, wir haben für die Untermalung gebrannte Umbra und Titanweiß verwendet. Genau diese Mischung brauchen wir jetzt wieder, allerdings mit etwas mehr Weiß. Damit ziehst du nun ein paar hellere Linien auf deine Tischplatte. Nicht zu gleichmäßig, sondern am besten locker aus dem Handgelenk. Alternativ kannst du auch die linke Hand probieren. Einfach ein paar helle Linien ziehen und dann mit einem trockenen Pinsel verblenden. Inzwischen ist ein Tag vergangen. Mein Küken ist getrocknet und erhält nun seine ersten Federn. Ich verwende die gleiche Farbmischung wie für die Untermalung, nur mit etwas mehr Weiß. Die Farbe muss etwas heller sein als das Gelb der Untermalung, ansonsten sind die Federn nicht sichtbar. Und es sind auch nicht wirklich Federn, die wir malen müssen, sondern eher feine Härchen. Am besten mit einem sehr feinen Pinsel. Ich selbst verwende einen Kolinsky-Pinsel der Größe 0. Kolinsky-Pinsel sind Echthaarpinsel aus Marderhaar und mit ihnen kann man feiner und präziser arbeiten als mit synthetischen Pinseln. Ich male die Härchen nicht dicht an dicht, sondern achte darauf, dass immer ein wenig meiner Untermalung zu sehen ist. Dadurch bekomme ich den Härcheneffekt. Wahrscheinlich muss ich nicht erwähnen, dass man die hellen Härchen auf allen Bereichen malt, die wir auch hell untermalt haben. Die Stellen auf dem Küken, die wir dunkler untermalt haben, erhalten natürlich auch dunklere Härchen. Die Härchen, ich wiederhole es nochmals, müssen immer eine Nuance heller sein als die Untermalung. Hin und wieder können sie auch dunkler sein als die Untermalung. Das wirst du hier auf diesem Bild noch sehen. Thank you.
Für heute komme ich an meinem Küken nicht weiter. Die Farbe muss nun erst wieder trocknen. Kommen wir also wieder zum Tisch. Die Schattenseite der Tischplatte muss natürlich auch aus Holz sein. Die Holzmaserung ist ganz simpel. Male einfach mit gebrannter Umbra eine nicht so gerade Freihandlinie. Dann tauchst du einen kleinen Katzenzungenpinsel in etwas Liquin und wäschst die Farbe an einer Seite der Linie wieder aus. Und wieder ist ein Tag vergangen. Zeit für die nächste Schicht Federn, die nun noch eine Nuance heller sind als gestern. Jetzt versuche ich auch, die Licht- und Schattenbereiche besser miteinander zu verbinden. Das erreiche ich durch eine sogenannte Brücke. Eine Brücke ist eine Zwischenfarbe, nicht so dunkel wie die Schattenfarbe, aber auch nicht so hell wie die Farbe der Stellen, die das meiste Licht fangen. Also irgendwo dazwischen. Thank you.
Du ahnst es schon, auch für heute muss das Küken nun wieder trocknen. Ich komme nochmal zur Schattenseite der Tischplatte zurück. Die übermale ich komplett mit gebrannter Umbra. Die Farbe habe ich vorher durch Zugabe von ein paar Tropfen Liquin flüssiger und damit auch transparenter gemacht. Und weil die Farbe nun transparent ist, geht auch meine zuvor gemalte Holzstruktur nicht verloren, sondern scheint durch die transparente Farbschicht hindurch. Und auch den Rest vom Tisch überarbeite ich nochmals in der gleichen Weise wie gestern die Tischplatte. Hier haben wir nun schon Linien, die wir mit dem Masterboy angelegt hatten. Ich male einfach eine dunklere Linie darunter, auch wieder mit gebrannter Umbra. Dann wird die Linie auf einer Seite ausgewaschen. Mein Küken erhält den letzten Anstrich. Naja, gut, etwas übertrieben. Die letzten Federn also, die letzten Details. Leider ist dieser Film ein wenig überbelichtet, deshalb kann man manches nicht so gut erkennen. Die Fragen, die du dir zum Ende des Bildes stellen musst, sind: Sieht mein Federkleid aus wie ein Federkleid? Oder hat mein Küken doch eher Ähnlichkeit mit einem gerupften Huhn? In dem Fall sind deine gemalten Federn wahrscheinlich nicht fein genug. Gibt es fließende Übergänge zwischen Licht und Schatten? Wenn nicht, dann fehlen dir höchstwahrscheinlich die Brückenfarben. Thank you.
Ich danke dir fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder, hier auf diesem Kanal.